Eigentlich ungeheuerlich, dass es erst das Jahr der Frau geben musste, damit endlich wir Frauen die Tagesschau sprechen dürfen. Ja, hätte es das Jahr der Frau nicht gegeben, wären wir jetzt noch immer glücklich verheiratet. Wie entsetzlich! Ja, gar nicht auszudenken. Ich würde jetzt in Saint-Tropez nackt am Strand liegen und dann in der Diskothek die ganze Nacht durchtanzen. Und von dem danach gar nicht erst zu reden. Gott sei Dank sind wir jetzt emanzipiert. Wer hätte das gedacht, dass ausgerechnet wir zwei in das Tagesschaugefüge einbrechen würden? Da fällt heute Abend ganz Deutschland aus den Latschen, wenn wir die Nachrichten vorlesen. Lass uns mal ein bisschen üben. Wo hast du denn die Nachrichtenzettel? Hier. Ist es denn schon so weit? Ich habe keine Ahnung. Ich habe wieder keine Uhr dabei. Womit geht's denn an? Sicher wieder mit dem Bundestag. Keine Ahnung. Ist ja auch wurscht. Hauptsache, es sind gute Nachrichten. Sonst machen wir gleich am Anfang einen schlechten Eindruck. Da fehlt ja ein Stück. Und da auch? Ach, reg dich nicht auf. Wir kriegen schon wieder zusammen. Wieso hast du denn die Nachrichten zerrissen? Ach, der hat mir so einen blöden Liebesbrief geschrieben. Und da wollte ich ihn zerreißen. Und dabei habe ich in der Wut ein paar Nachrichten erwischt. Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Herren. Präsident Giscard d'Estaing kam heute auf seiner USA-Reise nach Massachusetts. Sie wissen schon, diese schwierig auszusprechende Stadt in Amerika. Er trug einen öligen Spielanzug und hatte ein blaues Auge und mehrere eingeschlagene Zähne. Mitteilungen an die Polizei erbeten. Der Präsident für Familienplanung wurde gestern bei seiner Wiederwahl stürmisch gefeiert und bekam dabei zwei Kinder. Und von zwei Kindern das goldene Familienbuch überreicht. Der Bundeskanzler sagte gestern vor dem Bundestag zur Lage der Nation: Es ist alles aus, ich liebe dich nicht mehr, dein Peter. Falls Sie den Unfall gesehen haben, rufen Sie bitte sofort das Überfallkommando an. Bei der Wahl zur schönsten Frau der Welt kam Miss Amerika auf den ersten Platz, dicht gefolgt von Franz Josef Strauß, der wieder einmal die meisten Stimmen erhielt. Bis heute habe er sich aber noch nicht entschieden, ob er die Walküre in Bayreuth dirigieren werde. Das sagte Herbert von Karajan vor Journalisten im Stadion bei Halbzeit, wo Bayern München immer noch mit 0:0 in Führung liegt. Hier noch eine letzte Nachricht. Auf der heutigen Konferenz der Intendanten aller Rundfunk- und Fernsehanstalten wurde soeben beschlossen, die beiden Nachrichtensprecherinnen des heutigen Abends sofort und fristlos zu entlassen. Das sind ja wir. Dann schau doch mal, ob du in diesem Durcheinander nicht den Brief von Peter wiederfindest. Du hast noch vorhin gehabt. Alles klar zum Gefecht! Alles klar! Und wo ist Adola, die alte Pfeife? Da, wo er hingehört, du alter Knacker! Na denn, Tim, Wim, Marsch, Marsch! Wieder mal fahren wir zu euch ins Haus, macht euch ganz bequem, zieht die Schuhe aus, habt ihr Spaß, dann zeigt es den Applaus für die neue Folge von Tim Wim. Wir sind froh, wenn es euch gut gefällt. Nochmal ziehen wir durch die ganze Welt. Eintritt frei in unserem Zirkuszelt. Mit Humor und Stimmung und Tim-Tim. In der heutigen Sendung wirkt mit Ingrid Steger. Elisabeth Volkmann. Helmut Holger. Richard von Roel. Obst. Just. Peer Augustinski. Hans Klarin. Und Heinrich. Keine Angst, wir sind schon bald so weit und bemühen uns, bis wir glücklich sein, wie es war. In der Vergangenheit geht es heute weiter mit Klim Bim. Geht es heute weiter mit Klim Bim. Mit Bim, mit Bim, mit Klim Bim, Bim, Bim.
Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Und jetzt noch mal alle. Guten Abend. Wir haben uns lange überlegt, ob wir an dieser Stelle nicht mal was anderes sagen sollten als immer wieder guten Abend. Denn das hören Sie ja in jeder Sendung. Ob Tagesschau, Politmagazin oder Rudi Carrell. Immer wieder guten Abend. Wenn Klimbim heute mit dieser zur Gewohnheit gewordenen Formulierung wieder nicht bricht, so hat das natürlich seinen besonderen Grund. Wir sind gerade hier hereingekommen. Und Sie haben sich gerade zu Hause an den Bildschirm gesetzt. Und da dachten wir, es wäre eine gute Idee, Sie zu begrüßen. Sie herzlich zu begrüßen. Denn niemand ist glücklicher als wir, dass Sie heute Abend wieder alle da sind. Hier bei Klimbim. Also herzlich willkommen und guten Abend. Klimbim ist unser Leben, Klimbim hat montags zu. Klimbim schlägt nach Vanille und spielt gern den Hegu. Klimbim ist unser Leben und ist es mal nicht wahr. Da mach ich mir einen Schlitz ins Kleid und find es wunderbar. Alle sind gegen mich, man will einfach nicht, dass ich erfolgreich werde. Besonders meine Frau, die ist so neidisch, neidisch. Ja, dann nennen Sie mir doch mal ein Beispiel. Gerne, da ist die Sache mit dem Hund, mit meinem Hund. Mit Ihrem Hund? Ja, ich hatte einen kleinen Hund im Tierheim gekauft für 2 Mark, 2 Mark. Und dann habe ich ihn wiederverkauft für 100.000 Mark, 100.000 Mark. 100.000 Mark. Kein Mensch gibt so viel Geld für einen Hund aus. Stimmt, man hat mir auch kein Bargeld gegeben, sondern 2 Katzen. Das Stück für 50.000 Mark. Vermähle nie ein Tier mit Scherz. Vermähle nie ein Tier zum Scherz. Aus Hund und Katz wird nie ein Nerz. Ja, wie geht es Ihnen denn heute? Viel besser, Herr Doktor. Aber die Menschen haben sich nicht verändert und meine Frau auch nicht. Sie sind alle neidisch auf meine Geschäftserfolge. Wieso? Haben Sie wieder ein Riesengeschäft gemacht? Natürlich, aber das gönnt mir keiner. Gestern habe ich 1 Million Kalender gekauft. Nur 1 Pfennig das Stück, 1 Pfennig. Das ist natürlich sehr günstig. Na klar. Der Trick ist, dass Sie aus dem Jahre 1927 sind. Darum waren Sie auch so billig. Aber wenn nun das Jahr 1927 wiederkommt, dann werden die Leute staunen. Dann bin ich Millionär. Mensch, wenn ich reich wäre, dann würde ich jedes Jahr 6 Monate in Saint-Tropez wohnen und 6 Monate in Malaga und 6 Monate in Rio de Janeiro. Du bist auch eine 3 mal 6 Monate. Das sind ja 18 Monate im Jahr. Ja, ist das nicht toll, was man sich für Geld alles leisten kann? So eine verdammte Sauerei. Früher waren die Eier wenigstens hart. Heute gibt's überhaupt keine Eier mehr. Ja, und Mutti kommt überhaupt nicht mehr pünktlich zum Frühstück. Ja, seit dieser Fahrradputzer im Haus ist. Dieser Abtreiber, wenn der nicht so einen duften Hund hätte, müsste man ihn sofort aus dem Haus jagen. Mensch, Heinrich, wie kommst du bloß zu diesem Querschläger? Das ist doch kein Umgang für dich. Mach dir nichts draus, mein Hund. Ich werde deinem Herrchen schon noch die Hammelbeine langziehen. Meine Schwiegertochter zu schänden. Dann lass meine Papis wespen. Jetzt reicht's mir aber. So, den habe ich aber gründlich den Spaß verdorben. Dass du mich aber auch dauernd bei meiner Frühgymnastik.
Gymnastik stören musst. Seit wann nennt man das denn Frühgymnastik, du Wanderpokal? Jede Bewegung, die gesund ist, ist Gymnastik. Dann brauche ich das auch, sonst werde ich krank. Dir werde ich zeigen, wovon du krank wirst. Wovon denn? Davon. Was ist denn für ein Lärm? Fragen Sie doch nicht so dumm, Sie Kotzbrocken. Frühstücken Sie erst mal. Sehen ja aus wie eine zu früh geerntete Kartoffel. Und Sie wie ein beschnittener Kaktus. Schnauze, Wachstumsbremser. Ich denke ja gar nicht daran, Sie Wäscheschleuder. Übrigens habe ich gar keine Zeit zu frühstücken. Ich muss nämlich mein Fahrrad putzen. Putzen Sie sich lieber die Nase, Sie Schaumbad Casanova. Aber Gabilein, wie sprichst du denn mit Herrn von Scheußlich? Immer musst du dein Fahrrad putzen, Putzilein. Na, kein Wunder bei dem Dreck hier. Was sagt diese Küchenschabe? Bei uns ist es dreckig und das lässt du dir bieten von diesem Pekinesen-Schänder? Bei uns herrscht Ordnung und Sauberkeit, Sie Wanze. Merken Sie sich das? Ist ja schon gut, Sie heißwindiger Stabstrompeter. Aber ich muss trotzdem mein Fahrrad putzen. Ich trete nämlich heute eine neue Stellung an. Was? Sie Rauchverzehrer werden doch nicht jetzt verarbeiten wollen, oh? Oh Gott, Adola, was mache ich da denn den ganzen Tag allein in dem großen Bett? Den Job möchte ich sehen, den man Ihnen anvertraut. Ja, Sie Reifenschlitzer, was machen Sie überhaupt? Hier, auf dieser Anzeige hin werde ich mich bewerben. Internationale Organisation sucht für interessanten Aufgabenbereich zuverlässigen Spion. Da willst du hin, mein Herzblatt? Logisch. Die nehmen Sie gar nicht, wenn Sie keine Erfahrung haben. Erstmal brauchen Sie Erfahrung, also spionieren Sie erstmal auf eigene Faust. Mit meiner Hilfe. Hast du denn Erfahrung? Na klar, anno 67 habe ich unter den Dänen spioniert, gegen Napoleon. Damals habe ich denen die Brieftasche geklaut. Seitdem steht der immer so da. Aber Adela, wenn du in der Aufmachung spionieren gehst, dann schnappen sie dich ja gleich. Wieso? Was ist denn an mir so auffällig? Das Fahrrad, Sie armseliges Gebläse. Jolanda hat recht, so können Sie nicht spionieren. Ein rechter Spion verkleidet sich immer als Filzsucher. Als Filzsucher? Ja, hier, nimm dieses Körbchen. Und immer schön den Blick auf den Boden. Was soll ich denn mit dem Körbchen mitten in der Stadt? Das ist doch noch auffälliger. Unsinn, wenn Sie jemand dumm anquatscht, fragen Sie einfach ganz harmlos, wieso bin ich etwa nicht im Bayerischen Wald? Und immer wenn Sie in Gefahr kommen, dann tarnen Sie sich als Dame. Und hiermit erschlagen Sie den nächsten Briefkasten. Ping! Aber wozu denn? Mann, sind Sie ein Spätzünder. Sie brauchen doch einen toten Briefkasten. Haben Sie denn keine Ahnung vom Metier? Hast du denn überhaupt einen falschen Pass? Nee. Dann nimm den von meinem seligen Josef. Und einen Fotoapparat braucht er auch, damit er wie ein harmloser Tourist aussieht. So fällt er überhaupt nicht auf. Meint ihr wirklich? Überhaupt nicht. Und wir drei sind ihre V-Leute. Gabi heißt ab sofort Matahari, Jolante ist die rote Gazelle und ich bin Hannibal, verstanden? Ja, und wer bin ich? Sie sind und bleiben eine totale Niete, Sie Schneckenquäler! Und jetzt hören Sie mal genau zu, Sie Querflöte. Mager müht sich die Milch aus den Eutern unglücklicher Kühe, verstanden? Ja. Nee. Das ist Code 17, Sie Schote, und heißt Hals- und Beinbruch. Vielen Dank. Und pass gut auf dich auf. Tu ich ja. Notfalls werde ich ja sowieso ausgetauscht. Ost gegen West oder Stern gegen Quick. Und jetzt Neni Timba. Was heißt denn das schon wieder? Das ist Spiegelschrift und heißt ab mit Ihnen. Ja schon. Den Armleuchter werden wir los. Und jetzt ans Werk. Was hast du denn vor? Spionieren natürlich. Und ihr alle macht mit. Wir müssen ihm doch helfen, dass er diesen Job bekommt. Sonst werden wir den Unstern nie los. Achtung, Achtung, Hannibal an Matahari. Hannibal kommen, Hannibal kommen! Bläulich funkelt der Granit in den Netzen betrunkener Fischer. Aber Opa, musst du denn das Kind mit in dieses schmutzige Geschäft hineinziehen? Spionage ist kein schmutziges Geschäft, sondern eine sehr wichtige Sache. Das kann dem Kind nicht früh genug beigebracht werden. Verstanden, Hannibal, Ende! Na schön, dann spioniere ich mal ein bisschen im Bett herum. Vielleicht liegt wieder ein neuer Mann drinnen. Unsinn! Sieh lieber zu, ob du Wanzen findest. Ich spioniere inzwischen bei der jungen Dame gegenüber. Die badet um diese Zeit immer. Wieso hat Heinrich diese Abhörwanzen auf dem Kopf? Spioniert er etwa auch? Quatsch! Das sind ohrenschützende Schalldämpfer. Er kann deine Stimme nicht ertragen. Halt, halt, warte! Matahari an Rote Gazelle! Rote Gazelle, bitte kommen! Was ist denn jetzt schon wieder? Rote Gazelle, bitte kommen! Ja, ich komm ja schon. Was ist denn? Mosernd motzt mich mein Magen. Kannst du mir diesen geheimen Schwachsinn mal entschlüsseln, du Watergate-Schlampe? Ich habe Hunger! Ende! Den zweiten Teil unserer heutigen Sendung in geheimer Mission aus der Familienserie Die Klimbims sehen Sie in wenigen Minuten. Logisch! We'll be right back.
wie Sie wissen, Herr Schmitz, haben die meisten Probleme ihren Ursprung in der Kindheit. Machen Sie jetzt mal die Augen zu und versuchen Sie, 30 Jahre zurückzugehen. Was denn jetzt los? Ich glaube, Sie haben einen Fehler gemacht. Er war erst 29. Alle Vögel sind schon da. Alle Vögel, alle. Welch ein Singen jubiliert, weil man Zwitschern dirigiert. Alle Vögel sind schon da. Alle Vögel, alle. Meine Damen und Herren, es ist soweit. Joe, der Bürger, wird hingerichtet. Joe, Ihre Mami schickt Ihnen diese Blumen. Wieso? Ist ein besonderer Anlass. Doch mein Vater lieber gefragt, wie die kleinen Kinder nicht auf die Welt kommen. Wem Gott will rechte Gunst erweisen, den schickt er in die weite Welt. Alle Passagiere des Dampfers sind in der Südsee ertrunken. Joe, warum haben Sie immer nur alte Damen erwürgt? Wegen der Falten, mein Bester. Die machen den Hals so schön griffig. Das dreckige Frauenzimmer badet heute gar nicht, die olle Sau. Oma, du badest doch auch nicht regelmäßig. Doch, jeden Pfingstsamstag, ob ich es nötig habe oder nicht. Was treibst du da eigentlich? Ich spioniere in alten Märchenbüchern. Das lässt du bleiben. Das Gift für dich. Spionier lieber in der Hausbar, ob wir noch was zu trinken haben. Ah, brav, mein Kind. Mata Hari, an Hannibal. Mata Hari, wie lautet die Nachricht? Prost! Du alte Ratze, du! Oh, mir wird schlecht. Fleckenwasser. Kein Wunder, wenn dir davon übel wird. Fleckenwasser. Aber es wird gut sein für unsere schwarzen Seelen. Na, dann nimm mal einen großen Schluck. So, jetzt fühle ich mich schon viel anständiger. Ich auch. Mir schon ganz schlecht vor Anständigkeit. Ja, wir sind ja direkt unanständig anständig, was? Da muss jetzt was passieren, weißt du was? Wir verprügeln jetzt deine liebe Mutter. Ruhig sein! Aber warum? Spionage ist nun mal ein krimineller Tatbestand und muss bestraft werden. Aber wir spionieren doch auch. Ja, aber wir lassen es nicht dabei erwischen. Sie schläft. Umso besser, dann verprügeln wir sie und sagen hinterher, sie hätte es bloß geträumt. Warum müssen wir sie denn bestrafen? Wenn sie schläft, kann sie doch gar nicht spionieren. Wir verprügeln sie trotzdem. Wenn sie schläft, ist sie eben von der Spionageabwehr. Die schlafen auch immer. Aber das weiß Mutti doch nicht. Egal, eine Frau weiß immer, warum sie verprügelt wird. Kann ich aufmachen? Ich komm mit, das ist bestimmt James Bond. Recht schönen guten Tag allerseits. Das ist da gar nicht James Bond. Hast du eine Ahnung, wie der sich verstellen kann? Ist das hier richtig bei Klimbim? Ja. Verdammt, du FBI-Krücke, das darfst du doch nicht sagen. Der Herr behauptet nämlich, er hätte hier eine Schlafstelle. Stimmt, das sehen Sie doch. Du dumme Gans. Also ich habe diesen Schaumschläger noch nie gesehen. In Ordnung, dann nehme ich ihn wieder mit. Ganz recht, packen Sie den Vagabunden mal wieder ein. Ich zahle Ihnen auch das Porto. Jolande, Liebling. Was ist denn, Adoleinchen? Adola! Es gibt Tage, da möchte einem das Herz zerspringen vor Freude. Hab ich mir's doch gleich gedacht, dass der Kerl von der Gegenspionage ist. So.
Wir schmeißen ihn jetzt erstmal in die Toilette und wenn er nicht aussagt, dann foltern wir ihn. Es gibt wieder bald was zu sagen, Charlie. Na, dann erzählen Sie mal, Sie CIA-Versager. Sie haben mich verraten, Sie Denunziant. Ich? Wieso denn ich? Ich hatte noch keine 10 Minuten spioniert, da hatte ich schon die Polizei auf dem Hals. Wo hast du denn spioniert, mein kleiner Puchzel? Am Bahnhof. Ich habe auf den Fahrplan geschaut, wann die Züge fahren. Sehr gut, jeder hat mal klein angefangen. Aber wieso ist denn die Polizei ausgerechnet auf Sie gekommen? Das ist es ja. Es muss mich jemand verraten haben. Und wer sonst außer Ihnen? Lassen Sie mal halblang, Sie Paralytiker. Wir spionieren doch selbst. So, was spioniert ihr denn? Alles über unsere Nachbarn. Dann haben wir sie in der Hand und können sie erpressen. Wozu willst du denn unsere lieben Nachbarn erpressen? Damit sie diese Pestbeule in Verwahrung nehmen und wir ihn endlich los sind. Aber vorher müssen wir noch wissen, wer der Kerl ist, der ihn wieder hergebracht hat. Das ist der Wärter von der Irrenanstalt. Die Polizei hat mich da abgegeben. Unverschämt. Deinen rechtschaffenden Spion ins Irrenhaus zu stecken. Aber noch viel schlimmer ist, dass sie ihn da wieder rausgelassen haben. Wieso haben Sie Knallschote denn dort unsere Adresse angegeben? Aber die stand doch in dem Pass, den sie mir gegeben hat. Sie hetzen uns noch den Geheimdienst auf den Hals, die Luftpumpe. Luftpumpe, verdammt nochmal mein Fahrrad. Das ist noch in der Irrenanstalt, der Wärter hat's in seinem Zimmer. Scheiße, wenn die uns von der Irrenanstalt auf die Spur kommen und wissen, wo wir wohnen, die holen uns sofort wieder ab. Das Fahrrad muss her. Das haben wir gleich. Wo sind Sie denn, Sie liquidierter Chauffeur? Ah, da sind Sie ja, Sie Fahrraddieb. Ich, ein Fahrraddieb? Natürlich, Sie haben dem Mann das Fahrrad widerrechtlich abgenommen. Aufbewahrt, nur aufbewahrt. Verdammt, damit in 48 Minuten geht die Bombe los. Die Bombe? Was für eine Bombe? Die Bombe im Fahrrad natürlich. Honeyboy, bitte kommen. Sticht der Kreuzober die Pik 7 noch vor dem Läuten der Vesperglocke? Die Sonne wird versinken, ehe der Schakal die Hyäne besteigt. Ja, das glaube ich auch. In einer Dreiviertelstunde ist das Fahrrad wieder hier, verstanden? Sonst kriegt es mit unserer Organisation zu tun, aber gewaltig. In einer Dreiviertelstunde. Sofort. So, jetzt aber raus! Mit Ihnen hat man doch nichts als Scherereien, Sie hirnloser Bombenleger. Nun hackt doch nicht dauernd auf ihm herum. Bei seinem schlechten Charakter, seiner Faulheit und seinem Geltungstrieb wird er eines Tages doch ein erfolgreicher und ehrlicher Spion. Was schreiben Sie denn da, Ihr Schiffler? Ich muss mir doch notieren, was ich heute ausspioniert habe. Was haben Sie denn ausspioniert, Sie Lustmolch? In der Irrenanstalt gibt es sehr viele Irre, aber prozentual auch nicht mehr als in der Klimbim-Familie, bei der ich derzeit wohne. Nach dieser Szene, meine Damen und Herren, sind uns nun doch echte Klimbim-Bedenken gekommen. Die Mitglieder unserer Familie sprechen zwar, wie Sie gerade selber hören konnten, eine sehr robuste Sprache. Sie sprechen eben so, wie ihnen Temperament und Schnabel gewachsen sind. Aber sie tun doch der schönen deutschen Sprache mitunter sehr viel Schlimmes an. Klimbim will daher beweisen, dass hier auf der Klimbim-Bühne trotz dieses Vergehens weiterhin für den Erhalt der Qualität der schönen, sensiblen Sprache der deutschen Dichter und Denker gekämpft wird. Die Person der Handlung. Ingrid, sie spielt meine Verlobte. Das heißt, wir wollen uns gerade verloben, da kommt es zum Krach, zum Streit. Elisabeth und Wiechert, sie spielen unsere Freunde, die sich, wie das alle Freunde zu tun pflegen, in dieser Auseinandersetzung um Verlobung und richtige Formulierung einmischen. Fangen wir also an, wir sind schon mittendrin im Streit. Ich bin nicht länger gesinnt, mir deine Vorwürfe anzuhören. Gesonnen heißt das. Ich bin nicht länger gesonnt, mir deine Vorwürfe anzuhören. Nach meiner Meinung heißt das, ich bin nicht länger gesonnen. Ich bin nicht gesinnt, kann man auch sagen. Zwischen gesinnt und gesonnt ist aber ein großer Unterschied. Von gesonnt hat ja auch keiner gesprochen. Doch, hat er. Natürlich kann man sagen, ich habe gesonnt. Aber nicht, ich bin gesonnt. Ich bin gesund, kann man wohl sagen. Gesonnt. Ach, nun streitet euch doch nicht. Wenn man lange gesonnt hat, ist man auch gesund. Das hängt irgendwie zusammen. Sich gesonnt hat, wolltest du wohl sagen. Ich bin jedenfalls nicht länger gesund. Entweder gesinnt oder gesonnen. Also gut, ich bin nicht länger gesund. Scheint so. Gesinnt, gesund, gesund. Aber man kann auch sagen gesandt. Das gibt es auch. Die sind alle irgendwie verwandt. Auch bei gesandt kann man sagen, ich habe und ich bin gesandt. Na also. Siehste? Und gesandt bedeutet auch ungefähr dasselbe wie geschickt. Man hat mich gesandt und ich habe einen Brief geschickt. Ich bin jedenfalls nicht länger gesund. Meinst du gesund oder gesonnen? Ist doch egal. Großer Unterschied. Und der wäre? Na, zum Beispiel ist es auch ein großer Unterschied, ob man sagt, er gewinnt oder hat gewonnen. Ja, das weiß ich auch, aber ebenso ist ein Unterschied, ob ich sage, er liebt mich sehnlich oder er liebt mich sinnlich. Ach du immer. Ich bin jedenfalls nicht... Das ist, glaube ich, genauso wie bei Gesinnung und Gesittung. Das muss man ja auch unterscheiden. Ist völlig dasselbe. Genau nicht. Na und? Die Gesinnung wird vom Staat geprüft, die Gesittung von der Kirche. Das wissen wir ja. Das ist der gleiche Unterschied wie zwischen geistig und geistig.
geistlich. Der Staat prüft bei den Beamtenanwärtern die geistige Gesinnung, die Kirche bei ihrem Nachwuchs die geistliche Gesittung. Eben. Und der Afrika-Missionar war so gesittet und wurde darum gesotten. Von den Hottentotten kennen wir. Also ist doch ein Unterschied zwischen gesinnt und gesonnen. Ach, du willst mich ja bloß verwirren. Dabei kennst du nicht mal den Unterschied zwischen sinnlich und sittlich. Klar kenne ich den. Merke ich aber nicht. Man spricht zum Beispiel manchmal von großer sittlicher Erregung. Sinnlicher Erregung. Ach du immer. Du meinst sittlicher Entrüstung. Man kann auch sagen sinnlicher Erregung. Aber genau nicht sittliche Erregung. Oder sinnliche Entrüstung. Warum guckst du mich dabei wieder so besinnlich an? Du meinst sinnlich, aber du irrst dich auch damit. Ich denke, es geht immer noch um gesinnt und gesonnen. Da sind wir ja auch mittendrin. Das ist doch genauso wie bei besinnlich und besonnen. Darum geht es nicht. Doch, deine Jugend war besinnlich, meine besonnen. Man kann aber auch sagen, deine war sinnlich, meine sonnig. Also besinnlich und sinnlich ist ganz was Verschiedenes wie Himmel und Hölle. Ich wäre da schon lieber in der Hölle. Und sinnig und sinnlich ist auch zweierlei. Klar, der Sinn und die Sinne. Eben. Wenn man gesinnt ist, hat man was im Sinn. Wenn man gesonnt hat, ist man sinnig. Sinnlich. Meinetwegen. Jedenfalls steht einem zuerst der Sinn nach Sonne, dann die Sinne nach Sünde. Ich bin jedenfalls endgültig nicht länger gesinnt, gesonnt oder gesonnen. Gesonnen. Na gut, aber lass dir eins gesagt sein. Ich habe dir noch nie verhohlen. Verhehlt. Du hast mich derartig... Verdammt! Verdummt! Ich kann dir nur ganz unverhehlt. Unverhohlen! Eben hast du noch gesagt, verhehlt. Genau! Jedenfalls bin ich nicht länger oder besser. Ich fühle mich bewegt, dir zu sagen... Bewogen! Gott, hast du mich wieder erschrocken? Erschreckt! Ich fühle mich veranlasst und dazu bewegt? Nein, aber du bist vielleicht tief bewegt. Und war dir gewogen? Ja, ja, mit wiegendem Schritt und wägendem Blick. Auf deinen wogenden Busen. Wäge, was du wagst. Wiege, was da wogt. Du bist hart gesotten. So wenig wie du streng gesittet. Ich bin sittlich gesinnt. Und sinnlich gesonnen. Gesinnt oder gesonnen? Da hätten wir es endlich. Gesinnt ist man sittlich, aber gesonnen ist man sinnlich. Gott, wie Sinn. Dann bin ich nur noch gesinnt und nicht länger gesonnen. Ich bin darüber nicht erschreckt, sondern nur erleichtert. Und was ich dir schon immer sagen wollte, es ist ein großer Unterschied zwischen fest verlobt und fast verlobt. Das heißt zu Deutsch, wir sind nicht verlobt und werden es auch nicht sein. Richtig. Ende der Deutschstunde. Ja, Frau Konsul, dann erzählen Sie mir doch mal, was Sie für Schwierigkeiten haben. Ja, ich habe keine Ahnung, Herr Doktor. Mein Mann hat vorgeschlagen, dass ich zu Ihnen komme, weil ich Sahnetorte so liebe. Ist ja Unsinn. Die meisten Leute lieben Sahnetorte. Nicht wahr? Ja, na klar. Ich meine, ganz unter uns. Ich habe sie auch besonders gern. Wirklich? Ja. Ach, wie herrlich. Sie müssen mich mal zu Hause besuchen kommen. Ich habe Schränke und Schubladen voll davon. Und wissen Sie was? Ich habe Ihnen sogar eine davon mitgebracht. Na, das ist ja fantastisch. Ich möchte Ihnen noch ein paar Fragen stellen. Nur zu, mein Junge. Mach's dir bequem. Ich kann dir auch meinen Stuhl anbieten. Nee, nee, Joe. Sie sind gelernter Elektriker. Sehen Sie noch eine Chance? Klar. Kurzschluss. es regnet, die Erde wird nass. Es scheint Ihnen gut zu gehen, Frau Konsul. Ja, Sie können es nicht glauben. Ich habe natürlich meine Probleme jetzt völlig unter Kontrolle. Seit unserer Sprechstunde habe ich nie wieder an Sahnetorten gedacht. Das Leben ist nun mal keine Sahnetorte. Das hätte ich nicht besser ausdrücken können. Das Leben ist nun mal keine Sahnetorte. Sehr gut, Frau Konsul. Aber das kann man natürlich nicht von Spaghetti behaupten. Das ist mein neuer Schwarm. Ich musste alle meine Möbel abholen lassen. Spaghetti bis an die Decke in jedem Zimmer. Wer hat da noch Platz für Möbel? Natürlich.
natürlich. Sahnetorte ist ein bisschen verrückt, aber Spaghetti, das ist doch klasse. Haben Sie so gern? Ich habe die Tomatensauce selbst gekocht. Spaghetti auch sehr gern. Die vielen Jahre, die wir mit Sahnetorte vergeudet haben. Wir haben viel nachzuholen. Wie sagt doch der Dichter, es ist nie zu viel. Richtig. Zwei Seelen, ein dummer Gedanke. Soweit. Haben Sie noch einen letzten Wunsch? Ein paar Filzpantoffel. Ich krieg jetzt kalte Füße. Guten Abend. Erinnern Sie sich noch an uns? Sie sind die Geschwister Fürchterlich. Man nennt mich Bella. Das ist italienisch und heißt die Schöne. Schön ist Bella natürlich nicht. Dafür ist Blondie auch nicht blond. Und Blondie, das bin ich. Aber das wissen Sie ja alle schon. Immer wieder dasselbe. Was meinst du? Bei Klimbim sahen doch immer nur die Frauen ab. Die Ingrid Steger, die Elisabeth Volkmann, die Christine Schubert und so weiter und so weiter. Für Männer ist doch in der Sendung gar nichts drin. Gegen Busen und stramme Hintern kämpfen Mimen stets vergebens. Was willst du machen? Na, man muss was dagegen machen. Keine Chance. Das fängt schon bei den Klamotten an. Der Holger zieht den Weibern scharfe Sachen an und uns ein Smoking. Da stehst du auf verlorenem Posten. Nicht aufgeben, Horst. Ja, und die Autoren, die schreiben ihre Pointen und Lacher doch auch lieber für zwei hübsche Blondinen, weil sie genau wissen, dass das Publikum viel lieber über eine Blonde lacht, als über einen Charakterdarsteller. Nicht aufgeben, Horst. Da siehst du es doch. Die Geschwister Fürchterlich in der letzten Serie. Ein Riesenerfolg. Zwei hübsche Mädchen auf der Suche nach einem Job als Friseurin, Sekretärin und so weiter. Sie machen alles falsch. Alles geht schief. Mehr ist nicht dahinter. Aber die ganze Nation quietscht vor Vergnügen. Dagegen kommst du als Mann nicht an. Da muss man eben den Stier bei den Hörnern packen. Welchen Stier bei welchen Hörnern? Junge, leg die Ohren an, es geht durch den Tunnel. Komm. Mein Name ist Bella, das ist italienisch und heißt die Schöne. Und ich bin die Blondie, das ist deutsch und heißt die Blonde. Blondie ist natürlich nicht blond, sondern gefärbt. Und Bella ist natürlich nicht schön, sondern geschminkt. Wir hassen uns, wie sich Frauen ebenso hassen. Aber nicht nur deshalb nennt man uns die Geschwister Fürchterlich. Nein, man nennt uns fürchterlich, weil wir so schrecklich nett sind. Und wie unsere grässlichen Vorgängerinnen sind wir ständig auf der Suche nach einem Job. Zum Leben. Zum Überleben. Gerade heute lasen wir in einer Münchner Zeitung. Massagesalon sucht hübsche Masseusen. Da gehen wir natürlich sofort hin. Nicht nur, weil wir hübsch sind, sondern auch, weil wir kräftige Hände haben. Schließlich sind wir stahlharte Burschen. Er meint, wir sind ganz zarte Puppen. Also los, an die Arbeit. Ich steige aus, ich habe Angst, da geht was schief. Was soll denn da schief gehen? Schließlich brauchen wir das Erfolgserlebnis. Du hast recht, einmal als Mann bei Klimbim Erfolg haben, das wäre was. Dafür ziehe ich gerne mal einen Rock über. Also los, gehen wir. Gehen wir. Herein. Hallo. Hallo. Ich bin Zara, mir gehört der Laden hier. Wir sind die Geschwister Fürchterlich. Wir kommen von wegen der Annonce. Sie suchen doch Masseusen. Könnt ihr denn massieren? Klar, Ehrensache. Also die Ehre lasst mal schön zu Hause und massieren ist das Einzige, was er hier nicht können müsste. Aber wir haben doch goldene Hände. Knackige Busen sind mir lieber, habt ihr sowas? Ja klar, vier Stück. Sie meint jede zwei. Habt ihr schon mal massiert? Klar, mehrmals täglich. Ich meine massiert, das meine ich. Wenn Sie meinen, dann meinen wir das auch. Was meinst du? Ich bin ganz Zaras Meinung. In einem Massagesalon massiert, meine ich. Die Betonung liegt auf Salon. In einem Salon bisher weniger, mehr in einem Dampfbad. Ja, sie meint, wir waren immer unter Dampf. Als Masseusen. Wir sind ja die besten Salon-Masseusen. Wer ist denn das schon wieder? Mensch, nichts wie weg hier. Weißt du, was das ist? Das ist so ein Dingsbums, so ein Dings da, so ein Bums. Begreif doch endlich. Na klar, Mann, ich bin ja nicht von gestern, aber hier kann man wenigstens endlich mal Geld machen. Na, kannst du mir sagen, wie? Reiß dich zusammen.
Das ist Irene, die Sirene. Irene ist der Star unseres Etablissements. Sie wird euch die besten Tricks zeigen. Ah, dann fang gleich bei mir an, Sirene. Ich bin die Blondie. Aber nimm dich in Acht. Ich hab auch ein paar Tricks drauf. Herr Dr. Hack, wir haben schon seit 8 Tagen auf Sie gewartet. Die Verabschiedung der Wahlplattform und dann auch noch meine Frau. Die Hölle, ja, sie ist Wie los. Wie finden Sie unsere neuen Masseusen Bella und Blondie? Hallo. Goldene Hände und der Rest ist auch nicht schlecht, was, Doktorchen? Toll, ganz toll. Hack, Otto Hack, Doktor Otto Hack. Bella, fürchterlich, ganz fürchterlich. Ich meine, sehr angenehm. Ja, aua! Meine Schwester wollte Ihnen nur zeigen, dass sie für Männer wie Sie eine gute Hand hat. Ich bin entzückt. Sie ist nämlich gelernte Sadistin und nebenbei lehrt sie noch Masochismus. Sie übertreibt und überhaupt muss ich jetzt gehen. Wiedersehen. Oh, schade. Aber, was heißt hier gehen? Du bist doch gerade erst gekommen. Ganz richtig. Du wirst jetzt Dr. Hack massieren, während Irene und ich uns die neuesten Tricks beibringen. Komm, meine süße Irene. Ist sie nicht ein super Weib? Ja, mit den beiden Schwestern werden wir noch sehr viel Spaß haben. Also los, Bella Marie, eine schnelle Blitzmassage. Meine Frau wartet. Ist die Folterkammer frei? Für Sie immer. Soll ich den Champagner bringen? Den besten. Komm, meine Süße. Lieber Otto Hack, Sie legen sich jetzt ganz schnell aufs Bett und dann werde ich Ihnen eine Massage verpassen, von der Helmut Schön gesagt hat, Sie machen die ganze Bundesliga wieder fit. Du kennst die Spielregel nicht, schöne Bella. Nicht du massierst mich, sondern ich massiere dich. Und zwar so, dass du nicht mehr weißt, ob du ein Männchen oder ein Weibchen bist. Das weiß ich auch so nicht. Also lassen wir die Massage. Tschüss. Bleib. Du verstehst dein Fach. Du willst mich quälen. Reiß dir die Kleider vom Leib. Und dann massiere ich deinen schönen Körper, dass dir deine Sinne schwinden. Du bist die beste Masseuse der Welt. Das habe ich ja gesagt. Schade, dass Massieren bei uns nicht so gefragt ist. So, was ist denn gefragt? Die Sünde. Kann Massieren Sünde sein? Bei uns schon. Na, dann kündige ich und komme nur noch ab und zu vorbei, um dich zu massieren. Das ist für mich Sünde genug. Du bleibst hier und beglückst unsere Kundschaft. So, und jetzt massiere ich dich. Zieh dich aus. Ja, ja. Nein. Wohin so flugs des Weges? Ich bin nicht Ihre Puppe und wer sind Sie überhaupt? Ich bin Kalle, Zaras Lude und das sind die Pullen für dich und den Doktor, damit ihr in Stimmung kommt. Und wenn ich noch 10 Flaschen Schnaps trinke, bringt mich der Schnickschnack von dem Hickhack nicht in Stimmung. Ich verpfeife mich. Gute Nacht. Wer wird denn gleich eine Fliege machen? Du gefällst mir, du bist genau mein Typ. Lassen Sie die Finger von meiner Bella, sie gehört mir. Ich liebe sie. Das ist ein gutes Recht, Hackemäulchen. Schließlich hast du für sie bezahlt. Aber da machen wir jetzt eben Partnertausch. Du nimmst meine Freundin Zara und ich deine schöne Bella. So, und jetzt küss mich. Gut, dass ich das gehört habe. Ja, das finde ich auch gut. Zara! Ja! Du bist das süßeste Mädchen, das ich kenne. Und wenn ich ein Mann wäre, würde ich mich sofort in dich verlieben. Gott sei Dank bist du keiner. Sag mal, Liebling, liebst du Männer? Ich? Männer? Bist du verrückt? Niemals! Ach, Liebste, da fällt mir aber ein Stein vom Herzen. Ich liebe auch nur Frauen. Küss mich. Ja, du. Zara, Liebling, tu's nicht. Mach dich nicht unglücklich. Das ist gerade der Mord. Ja, tun Sie es nicht, Frau Zara. Er wollte mich ja nur küssen. Er hat's nicht so gemeint. Bitte erschießen Sie ihn nicht. Keine Sorge, du Flittchen. Ihn werde ich auch nicht erschießen, sondern dich. Tu's nicht, mein Schatz. Doch, du liebst mich nicht. Ich liebe dich. Es ist nur... Du liebst eine andere Frau. Nein. Du liebst einen anderen Mann. Nein. Dann lass uns endlich Liebe machen. Nein, das geht eben nicht. Und warum nicht? Weil ich habe Migräne. Mädchen! Du lügst! Da hat doch jemand geschossen. Da hat doch jemand geschossen. Wer hat hier auf wen geschossen? Wer hat wen getroffen? 2 Volltreffer, mitten ins Herz. Was ist denn das? Männer!
Schade. Eigentlich waren die Kerle ganz nett. Besonders meiner. Er war so ein hübsches Mädchen. Das verstehe ich nicht. Wenn unsere Mädchen Mädchen spielen, dann gibt's immer ein Happy End. Wenn wir mal Mädchen spielen, geht alles schief. Aus Schaden wird man klug. Nichts für ungut, aber wir werden's schon noch lernen. Und wie willst du der Polizei die vier Leichen erklären? Es gibt ein Zauberwort, das erklärt alles. Und das heißt? Klim Bim. Klim ist unser Leben. Klim hat Montag zu. Klim schlägt nach Vanille und spielt gern den Hebu. Klim ist unser Leben und ist es mal nicht wahr. Da mach ich mir einen Schlitz ins Kleid und find es wunderbar. Schau, meine Damen und Herren, das war's mal wieder für heute. Heute in 3 Wochen, am 13. April, machen wir wieder Klimbim und laden Sie ganz herzlich dazu ein. Bis dann also. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Wo hohe Kräfte sinnlos walten, da mag man auch nicht stille halten. Es fleht ein Soldat um Olgas Hand. Steh ich in finsterer Mitternacht, hat keiner mich zu Bett gebracht. Horch, was kommt von draußen rein? Könnt auch mal ein anderer sein. Noch keinen sah ich fröhlich enden, bei dem's gefehlt hat in den Lenden. Muss sie denn aus dem Bettelein hinaus? Aber du, mein Schatz, bleibst drin. Muss sie denn aus dem Bettele hinaus? Aber du, mein Schatz, bleibst drin. Und bist du nicht willig, so rauch ich im Wald. Schlafende Hunde soll man nicht decken. Was ist paradox? Wenn einer mit einer kleinen Maus ins Bett geht und mit einem großen Kater aufwacht. Frauen sind doch kessere Psychopathen. Es zogen 3 Burschen wohl über den Rhein, mit einer Frau Wirtin verkehrten sie fein. Wer nicht kommt zur rechten Zeit, muss den nehmen, der übrig bleibt. Eine Elke macht noch keinen Sommer. Johanna geht und nie verkehrt sie wieder. Schluss jetzt! Dam, da, 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 dam. Bim, bim. Liebling, das war jetzt richtig schön. Komm, lass uns nach Hause gehen. Liebling, das ist doch gar nicht unser Kind. Psst, ich weiß, aber es ist der bessere Kinderwagen. Ach so. Klimbim oder nicht Klimbim? Das war hier keine Frage.